Willkommen bei der Videoreihe Kurz und Kartig für das Sprachquiz von regionalsprache.de. Ich bin Dennis Beitel und zeige euch in diesem Video, wie man eine Venka-Karte findet und öffnet. Wir befinden uns hier in der Kartenansicht des Sprachquiz von regionalsprache.de. Um eine Venka-Karte suchen und öffnen zu können, müssen wir uns in die Kartensuche begeben. Dafür klicken wir auf den blauen Knopf mit der Lupe und der Aufschrift Kartensuche. Es öffnet sich ein neues Fenster, das unterschiedliche Optionen mit sich bringt. In diesem Video wird allerdings nur die Kartensuche durch Auswahl von Atlas und Lemma erklärt. Da wir eine Venka-Karte öffnen wollen, sollten wir uns zunächst die Atlantenauswahl anschauen. Durch Klick auf den kleinen Pfeil kann man sich nun alle verfügbaren Atlanten anschauen. Praktischerweise befindet sich der Sprachatlas des Deutschen Reichs von Georg Venka direkt ganz oben. Nun können wir im Feld Suchbegriffe unser gewünschtes Lemma eingeben. In diesem Fall ist es Luft. Anschließend klicken wir auf Suchen. Uns werden nun alle Ergebnisse unserer Suche angezeigt. Durch Klick auf den kleinen Pfeil ganz links können wir uns zusätzliche Informationen wie historische Bezugslaute oder Abfragekontext anzeigen lassen. Durch Klick auf das kleine R laden wir die Karte in unseren Ebenenmanager. Das kleine R steht für Rasterkarte und ist wie in diesem Fall ein digitales Abbild des handgezeichneten Originals von Georg Venka und ist nicht weiter bearbeitbar. Anschließend können wir die Kartensuche minimieren. Die Karte erscheint nun in unserer Kartenansicht. Auf der rechten Seite sehen wir in unserem Ebenenmanager, dass nun neben der leeren Vektorebene auch die Venka-Karte 11 Luft erscheint und gelb unterlegt ist. Die gelbe Unterlegung einer Ebene bedeutet, dass diese die aktive Ebene ist und wir nur in dieser Ebene Informationen zur Karte erhalten können. Dazu gehören Informationen wie Metadaten oder auch zur Legende im zweiten Reiter. Der Legendenreiter wird für uns nun interessant. Wenn wir durch die Karte Luft und ihre Leitform sowie deren abweichende Belege navigieren wollen, brauchen wir die Legende. Die Legenden der Venka-Karten bestehen aus drei Teilen, die für jedes der drei Kartenblätter von Venka angefertigt wurde. Und das probieren wir jetzt mal aus. Wir zoomen mal ein bisschen weiter in die Karte rein und suchen uns ein Gebiet, in dem es vermehrt zu abweichenden Belegen kommt. Wie hier in Münster, vor der niederländischen Grenze. Wir befinden uns weiterhin im Legendenreiter. Und wenn wir mit der Maus über die rot eingefärbte Legende gehen, können wir uns dadurch navigieren und erkennen, dass an diesem Ort anstatt Luft, Lucht notiert wurde. Dies wird symbolisiert durch den roten Kreis. Zusätzlich können wir mit Klick auf die entsprechende Legende diese in einem neuen Fenster öffnen. Sollten wir ein anderes Gebiet der Karte betrachten wollen, wie beispielsweise den süddeutschen Teil, erkennen wir, dass der aktive Bereich der Legende, der rot markiert ist, sich ändert. Die Legende aktualisiert sich je nachdem, auf welchem der Venka-Kartenblätter man sich befindet. Das war's von diesem Video zum Thema, wie man eine Venka-Karte findet und öffnet. Schaut doch auch hier mal rein.